Wenn wir heute die Möglichkeit gehabt hätten, da hinzugehen und eine Frage zu stellen. Mhm. Weißt du, was ich gefragt hätte? Das würde mich interessieren. Zum Beispiel, obwohl es mich nicht wirklich direkt betrifft. Ja. Die haben die Approbationsordnung geändert. Ja. Über Köpfe, die keine Stimme haben, nämlich über die Studenten jetzt, ja, dass sie in Zukunft höchstwahrscheinlich kein Eigenlabor haben dürfen. Mhm. Ja? Ja. Was dich unter Umständen in deiner unternehmerischen Freiheit beschneidet. Ja? Ja. Warum haben die das zugelassen? Und wie die sich das zum Beispiel vorstellen, auch bei Praxisübernahmen mit einem Labor. Genau. Oder haben die das gemacht, um einen Berufsstand zu sichern? Ja, ja, also ich denke schon, Zahntechniker? Ich denke schon, dass da... um das attraktiver zu gestalten? Ja, ich glaube auch, dass da ein gewisser Lobbyismus aus der Zahntechnikerriege gekommen ist, was ich auch nachvollziehen kann, also ne, klar. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist es auch ein bisschen der Ausbildung geschuldet. Ja, aber das, nee, das ist ja, also ich sehe das anders. Die ändern die Approbationsordnung dahingehend, dass sie sagen, der prothetische Anteil der Ausbildung wird weniger. Ja, genau. Dadurch fehlt dir später die Grundlage für das Betreiben eines Labors. Eigenlabors. Mhm. Also die nehmen dir die Grundlage weg. Ja, ja, stellt sich ja dann für mich die Frage jetzt mal aus Industrie. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Ja, hast du das irgendwo mitbekommen? Es wurde dann einfach nur irgendwann kommuniziert. Ja.